Hallo, heute mal ein kurzes Video, in dem ich günstige Squire-Gitarren mit doch relativ teuren Fender-Gitarren vergleichen möchte. Und hier fangen wir mal an. Mit links sehen wir eine Squire Bullet, 2020er oder 21er Baujahr. Und rechts eine Fender Ed O'Brien. Die Squire kostet aktuell zwischen 130 und, wenn man eine lustige Farbe will, 160 Euro. Die Fender variiert ein bisschen Preis. Aktuell liegt sie bei 1200, sie gab es aber schon für 1000. Und wenn man dann diese beiden Preise nimmt, und prinzipiell ist die Bullet keine schlechte Gitarre, dann ist vom reinen Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich die Bullet erheblich besser. Besonders wenn man dann noch ein paar Kleinigkeiten austauscht. Ich habe mit dieser Gitarre hier die Mechaniken gewechselt. Besseres Wilkinson Tremolo eingebaut. Kostet alles zusammen so 40 Euro. Wenn man dann noch auf den Graftech-Sattel geht, was ich hier nicht gemacht habe, dann ist man mit 50 Euro, hat man also eine ganz andere Gitarre, die besser ist. Aber wie gesagt, die reine Bullet ist auch gut. Während die Fender dann natürlich für 1200 Euro doch schon relativ teuer ist. Jetzt werden aber natürlich oft, und das mache ich auch, die günstigen Squire, dass man die umbaut, dass die mehr wie eine Fender sind. Ab und zu lohnt sich das auch. Und hier in dem Fall können wir mal gucken. Vergleichen wir das einfach mal. Also wenn man hier sagt, ich möchte die doch so ziemlich original dran haben, also mit den Original Fender Tunern und der Fender Bridge, die nicht aus einer Mexiko Standard ist, sondern schon ein bisschen was Teures. Entschuldigung, dann ist man ungefähr 100 Euro los. Das ist nicht so tragisch. Natürlich kriegt man das Maple-Griffbrett nicht hin, aber wenn man da keinen Wert drauf legt, ist nicht so schlimm. Auch hat die Fender ein Soft-V-Profil. Aber das mag man vielleicht auch nicht. Und wenn man dann einiges dran geht und sagt, okay, ich möchte die Elektronik auch haben, und dann bin ich bei einem Seymour Duncan Humbucker, muss ich ein bisschen was für ausgeben. Der Mitte ist ein Texas Special, okay, gebraucht, auch nicht so teuer. Und hier kommt jetzt der Knackpunkt, der Sustainer. Wenn ich so etwas haben möchte und das in eine Squire einbaue, funktioniert das schon gar nicht mehr, weil erstmal ist der Sustainer kaum zu kriegen. Wenn, kostet es was um die 200 Euro. Man muss fräsen, wie nur etwas. Und dann liegt die ganze Squire Bullet, selbst wenn man das selber kann, hinterher irgendwo bei 500 bis 600 Euro in den Kosten. Wenn man das mit dem Fräsen und der ganzen Elektronik nicht kann, dann liegt man bei so 600, 700 Euro, und der Preisunterschied, das rechnet sich dann überhaupt nicht mehr. Also den Umbau von einer günstigen Squire auf speziell diese Stratocaster, also die Fender Ed O'Brien mit dem Sustainer, das funktioniert nicht, das lohnt sich nicht. Ich habe hier noch ein zweites Beispiel, wo das dann vielleicht ein bisschen enger aussieht. Das sind beides auch ältere Modelle. Wir haben hier eine Fender Ritchie Zambora und eine Squire Stage Master, beide ungefähr 20 Jahre alt. Neu lag damals die Fender so bei 800-900 Euro und die Squire so bei 300. Wenn die heute gebraucht kauft, dann ist die Fender so bei der Hälfte, bei 450, wenn man Glück hat. Und die Squire so bei 150. Und da könnte man natürlich auf die Idee kommen und sagen, okay, ich nehme die Squire und baue das um. Die Squire hat auch ein paar Vorteile. Sie hat 22 anstatt 21 Bünde. Auf der Rückseite, das ist viel schöner. Hier, da kann man besser mitspielen. Und ein weiterer: Bei der Fender geht es nur in eine Richtung, während die Squire quietscht halt, aber in beide Richtungen das Tremolo zu bewegen ist. Wenn man jetzt denkt, dass okay, die Pickups von der Squire möchte man nicht, man möchte da ein bisschen was ändern, das ist nicht so irre teuer. Hier ist zwar auch ein Seymour Duncan drin, aber oben, das sind eigentlich Mexiko Standard Single Coils mit mehr Wicklung, ungefähr 1 Kilo mehr als eine Mexiko Standard.
gibt aber dann doch einen Riesenunterschied, und das ist das Tremolo. Hier ist zwar nur ein Floyd Rose 2 drauf, aber wenn man hier sich das mal anschaut, hier ist ordentlich Material und das sind gute Materialien. Und hier, dieses Tremolo ist Schrott. Das sieht an dieser Stelle nur ganz nett aus. Die Wahrheit ist aber, das Ding ist gar nicht zu fixieren. Das ist normales geschraubter Arm. Also dieses Tremolo müsste weg, weil das wirklich nicht gut ist. Und dann ist man schon bei 200 Euro, die man mehr bezahlen muss. Für ein, wie gesagt, Floyd Rose oder ein gutes Schaller. Die Tuner, das ist eigentlich egal, weil die durch die Fixierung hier spielen die Tuner bei diesen Gitarren nicht so eine Rolle. Wenn man die anfasst, der Hals, nach all den Jahren, die haben dasselbe Profil, Blindtest, die würden sich gleich anfühlen. Also, man kriegt auch nicht eine billigere Fender hier mit dieser Squire hin. Wie gesagt, das liegt hauptsächlich an diesem Tremolo und ja, vielleicht die Pickups. Man kann auch das Scratchboard also nicht wechseln. Das ist, die Form ist minimal anders des Grundkörpers bei der Squire gegenüber der Fender. Es passt da kein Standard-Pickup mehr drauf. Man sagen kann, okay, ich möchte auch die drei Drehknöpfchen haben, ich möchte beide Tons da separat regeln. Das geht halt nicht. Und jetzt sieht man ja gut, ja, an der linken, die ist ordentlich gebraucht, aber der Lack war dünn. Deswegen sind diese Beschädigungen, die teilweise sehr tief gehen, kann man das ja einigermaßen bearbeiten. Hier sind jetzt kaum Beschädigungen dran, aber wenn hier mal was wegbricht, weil hier der Lack sehr dick ist, ja, das ist einfach der Holzqualität. Auch wie bei diesen hier, das ist einfach die Holzqualität besser. Deswegen muss bei den deckend lackierten, wird da eine große, dicke Lackschicht aufgetragen, die gerne mal splittert. Und bei den Fendern splittert das eigentlich nicht ab. Natürlich kommen hier Kratzer und Matten rein, aber es ist einfach dünner lackiert. Und wenn man das anfasst, das fühlt man auch ein bisschen, das hier ist doch sehr in Plastik eingepackt. Also bei den beiden lohnt es sich gar nicht. Da ist wirklich der Aufpreis, das, was man gebraucht hat, für 450 kriegt. Der ist einfach, das sollte man ausgeben. Und hier, wenn man eine gute Gitarre will, kann man durchaus eine Bullet nehmen und die mit, wie gesagt, 50 Euro. Dann hat man neue Bridge, neue Tuner und einen GravTech-Sattel da drin. Dann hat man eine ordentliche Gitarre. Diese spezielle mit dem Sustainer, das lohnt sich auch nicht, da muss man die Fender kaufen.